Wir haben nämlich dieses Wochenende den Workshop mit Michel Friedmann, der natürlich von Cora gesponsert wird. Und ich werde euch dabei mitnehmen, so ein bisschen. Ja, das heißt, am ersten Tag ist immer so, ich schaue mir das gern an. Wir werden eh die Routen mit zusammenlegen, aber das ist ja generell so, die Stapeln sollen ja bitte da bleiben, wo sie sind. Ja. Wo ich hier gleich auftauche, beim Olli und Gruppe. Ja, da lief das richtig gut heute Morgen. Die haben, ich glaube, zwei Fische. Nach unten so und dann. Genau, und dann nahe zusammen bitte, Jungs, sonst kriegen wir euch nicht drauf. Ja, so. Ja, ich sag einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute. Tief aus dem Walde komme ich her. Nein, Blödsinn. Ich sage euch herzlich willkommen zu diesem Video und ich begrüße euch ganz herzlich vom Carpstone Lake im Waldviertel. Das ist ein relativ neues Gewässer, tatsächlich wunderschön, wie ich heute Nacht gesehen habe oder gestern Abend schon gesehen habe. Und wir haben ganz was Besonderes vor. Wir haben nämlich dieses Wochenende den Workshop mit Michel Friedmann, der natürlich von Cora gesponsert wird. Und ich werde euch dabei mitnehmen, so ein bisschen. Der Michel steht schon im Wasser mit der Warthose. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal den Fisch an, den der Michel heute Nacht gefangen hat. Die Teilnehmer werden in einer guten Stunde kommen. Ja, und dann geht die Sache los. Guckt euch mal das Ding hier hinten an. Mega. Michel, du bist schon voller Erwartungen auf den Workshop, nehme ich an? Ja, klar. Sehr geil. Was hast du in das Ding? Einen coolen Charakterschuppi mit 18 Kilo. 18 Kilo als ersten Fisch? Ja, das passt, ne? Nehmen wir, oder? Guten Morgen, Leute. Ich habe wieder die erste Nacht geangelt hier am Carpstone Lake. Dieses Wochenende ist der Sommerworkshop am Programm und das Teil hier ist der erste Fisch für mich hier an dem Gewässer. Und was für ein cooler Charakterfisch. 18 Kilo hat der knapp. So kann das Wochenende doch mega starten. In gut einer Stunde kommen die ersten Teilnehmer. Ich weiß auf alle Fälle schon, welche Köder wir da drauf machen, damit die Leute auch solche Teile wie diesen hier an den Haken bekommen. Ich bin mega gespannt, was an dem Wochenende passiert. Und jetzt lassen wir den wieder zurück. Yes! Jawohl, Junge! Gut gemacht! Mega. So, der Michael ist schon dabei, die Routen rauszudrehen. Wir haben gerade eben noch Besuch bekommen von den Seebesitzern. Die sind da hinten, der Franz und der René. Der Luki Krasnitzer, ebenfalls einer von den Cora Österreich Jungs, hat natürlich die fette Kamera schon aufgebaut. Der Michael filmt natürlich das auch alles mit. Ja, und wir werden jetzt erstmal gleich die Workshop-Teilnehmer holen. Und dann sind wir gespannt. Ich bin gespannt, welche Teilnehmer dabei sind. Und dann geht es ans Aufbauen, ans Gewässer angucken. Ja, wir haben ganz schön was zu tun heute, aber ich freue mich schon drauf. Le Michel hat als ersten Fisch einen richtig geilen Fisch gefangen und wenn das so weitergeht, dann kann das ein richtig spannendes Wochenende werden. Nice. So Michel, was sind die Erwartungen an die Teilnehmer? Ja, wir werden jetzt natürlich alles geben, ja, und versuchen, dass der eine oder andere da einen schönen Fisch rausdreht. Ja, okay. Was glaubst du, wird uns erwarten jetzt da vorne im Parkplatz? Ja, ich denke, die ersten werden schon gespannt warten auf uns zwei, ne? Okay. Die sind ja alle, die stehen alle unter Feuer, freuen sich aufs Angeln da. Und bei dem Gewässer, bei der Kulisse, macht es natürlich Spaß. Also. Das ist der Hammer. Wir sind hier mitten in der Natur. Guckt euch das an. Da hinten liegen die Zuchtteiche. Da hinten liegt irgendwo der Luki mit der Kamera am Boden. Und da hinten liegt das Gewässer. Ach, herrlich. Guck dir das an, ey. Und das ist schon richtig Wahnsinn. So eine Herbststimmung fast, ne? Ja, voll. So, der Herbst hat angeklopft jetzt Ende August. Auf geht's. Guten Morgen.
Guten Morgen. Moin. Guten Morgen. Servus. Michel kenne ich schon. Guten Morgen. Guten Morgen. Alle müssen mal drauf. Guten Morgen. Die kennen wir. Natürlich. Hörst du danach gar nichts mehr, außer die Fische springen. Wenn 15 Mann plötzlich still werden beim ersten Blick auf den See, dann weißt du ganz genau, dass du einen richtigen See gewählt hast. Gut gemacht, Michel. Das sind die Halterungen für die Boote. Die Boote haben ein Bandel drauf, wenn du sie ins Wasser reinlässt, kannst du es da fixieren und einfach problemlos einsteigen. So, der Luki ist an der Kamera dabei. Luki, erster Eindruck vom See. Ja, ist mega. Ist ein richtig schöner Waldsee. Ja. Ich meine, da sieht man es vielleicht gerade nicht, aber es ist ein Hammer gewesen, auch richtig schön. Ja. Bin ich gespannt, was da rauskommt. Ja, ich auch. Also werden sie hier einige Fische fangen, denke ich. Ich glaube auch. Also der erste Fisch heute Morgen war direkt 18 Kilo schwer. Das spricht ja schon Bände eigentlich. So, ja, wir werden gucken. Wir werden gucken. Die Jungs bauen jetzt erstmal auf. Alle an die Plätze. Ja, und für uns geht es dann, ja, ich würde mal sagen, in einer Stunde los, wenn die Zelte alle aufgebaut sind. Alles in zwei Gruppen aufgeteilt. Ja, und dann geht's los mit Angeln. Sehr gut. Ja Leute, die Teilnehmer haben jetzt alle ihre Plätze bezogen. Wir haben uns noch ein bisschen frisch gemacht, haben alles im Auto soweit organisiert, dass wir Futter dabei haben, dass wir die nötigen Rigs dabei haben. Und der erste Job auf so einem Workshop ist natürlich erstmal geile Spots für alle Teilnehmer zu finden. Ich habe hier schon eine Schwimmweste auf dem Arm, habe hier ein Boot bereitstehen mit einem Echolot drauf, eine Flasche Wasser, Sonnencreme. Für mich geht es jetzt erstmal ab auf den Teich. Hoffen, ein paar gute Spots zu finden. Ich werde jetzt mal mit den ersten beiden Teilnehmern beginnen. Das sind zwei Bayern, Vater und Sohn. Ich glaube, die sitzen in einem richtig guten Bereich. Also das ist so, ich würde mal sagen, der eher tiefere Bereich des Sees. Und werden wir jetzt auf jeden Fall ein, zwei Uferrouten legen. Das ist recht ruhig. Die Fische haben sich gestern da auch schon gezeigt. Und zwei Freiwasserrouten. That's the plan. Auf geht's. So, wir sind im Wasser. Der Daniel und der Julian haben alles vorbereitet. Da liegen schon Slings im Wasser, allerdings noch ohne Karpfen. Bestens vorbereitet. Und die beiden kommen jetzt ins Boot, legen die Westen noch an. Und dann würde ich sagen, so sieht man was, gehen wir erstmal Richtung Uferbereich. Einfach die Spots so ein bisschen abklopfen, gucken, ob da was Interessantes ist. Auch das Echo mal kurz anschalten, einfach nur um zu sehen, weil hier gibt es wohl auch Steine. Also es ist so ein typisches flaches Gewässer, würde ich mal sagen, bis 3,5-4 Meter Wassertiefe, verschlammt, ohne großartige Features, aber es gibt hier wohl große Steine und die wollen wir natürlich vielleicht anangeln, aber auf jeden Fall vermeiden, dass die irgendwo auf dem Weg zwischen Spot und Uferplatz liegen, weil dann können die natürlich für Probleme sorgen. That's it, das ist es soweit von meiner Seite, jetzt geht's ab die Spot zu. Du guckst, dass das Boot sauber steht, Julian? Genau. Bei der Boje einpendeln und dann in Richtung des Spots führen und runterdrehen gleichzeitig. Ja, bist du angekommen? Ja. Ja, perfekt. Bügel auf. Und ab nach Hause. Genau, und jetzt ist halt wichtig, dass der Bügel offen ist und die Schnur einfach sauber runterlaufen kann. Another day in the office. Ich glaube, ich habe schon Sonnenbrand, Luki. Bei dir ist auch nicht besser, oder? Na, no, schaut eigentlich quasi gut aus. Der muss noch die scheiß schwere Kamera tragen. Gut, wir haben Spot Nummer 2 alle Routen gelegt. Ein Spot neu unter Futter gesetzt. Den wir erst morgen beangeln. Jetzt geht's zum letzten Spot. Da hat aber der Michel schon ein bisschen ausgeholfen. Der hatte eine Gruppe weniger. Aber ich bin recht zufrieden. Wenn jetzt noch der angekündigte Wetterwechsel kommen sollte heute Abend, da muss eigentlich abends, was sagst du, Luki? Ja, muss was laufen. Muss irgendwo was laufen. Daumen drücken!
Luki, the question is, what is the question? Ja, ich brauche eine Einschulung. Einschulung für die Singles, oder was? Ja. Ach komm. Ich kenne mehr aus, oder? Wir suchen ab sofort neue Teamangler für Österreich. Luki, was ist los mit dir? Ja, was ja, das ist nicht in, das brauche ich nicht in meinem Alltag. Boot hat er das nicht, ne? Stimmt. Du hast am Boot keine Singles? Nein. Kennt ihr eigentlich auch? Lame. Schon, lame. Kennt ihr eigentlich? Also genau, Trottel, was tun wir? So, ich glaube, unser Job ist soweit erledigt. Die Routen liegen überall. Sonne ist auch so ein bisschen weg. Gab es jetzt schief. Wir erwarten eigentlich so ein bisschen Unwetter noch. Hat sich ein bisschen nach hinten verschoben. Wir hoffen aber darauf, weil es war heute echt brutal heiß. Und ja, jetzt hoffen wir, dass dieses Unwetter kommt tatsächlich. Und ich habe gerade was Witziges gesehen. Der Luki hat gesagt, er hat heute noch Bock, zumindest zwei Routen rauszufahren. Und das ist mein Bibi hier. Und der Luki hat keinen Tackle dabei, aber hat Bock. Also, mein Eimer geschnappt. Routen liegen noch irgendwo da. Was bist du jetzt? Er wollte unbedingt noch Curveshank X haken. Ja, das ist alles der Beste. Ja, ist der Beste. Ohne den geht aber auch nichts, oder? Überhaupt nicht. Keine Chance. Sehr gut. Ich bin gespannt. Der hat sich das Jahr einfach als, weiß nicht, der war einfach super zuverlässig und hat mir einige Fisch gebracht. Und ja, mir auch tatsächlich. Ja, 100% Vertrauen darin. Also richtig guter Haken. Ganz einfach durchgebunden. Kleiner Snowman. Na, gar nicht so klein. Klein für dich, oder? Ja. Der angelt nur 35er normal. Ah, richtig herrlich, ey. Richtig schöne Abendstimmung jetzt. Sind echt gespannt, was die Nacht bringt hier. Wir hoffen genau auf diese Wolken da hinten, dass die noch so ein bisschen dunkler werden, richtig Regen kommt, ein bisschen Wind drauf ist. Das wäre natürlich schön. So Leute, einen wunderschönen guten Morgen. Die Nacht war, ja, ich würde mal sagen, eher ruhig. Wir hatten das angekündigte Unwetter tatsächlich die ganze Nacht eigentlich durchgeregnet. Und ich war recht großer Erwartungen und Hoffnungen. Tatsächlich war es aber bei den Teilnehmern noch sehr ruhig. Der Michel hatte einen richtig schönen Fisch von 19 Kilo. Den zeige ich euch jetzt einmal gleich. Und dann werden wir gucken, dass wir workshoppen. Das geht's. Guten Morgen, Yuki. Was ist der erste Job des Tages? Filmen. Sehr gut. Denn Michael, da hast du immer was zu tun. Ja, bei Michael gibt es immer was zu tun. Sehr schön. So, ich bin bei meiner Gruppe angekommen. Heute Nacht gab es tatsächlich nur einen Biss und ein, zwei Fehlbisse. Wir werden jetzt so ein bisschen improvisieren. Ich habe hier Pellets dabei. Spot and Pay Pellets, Link Pellets. Jetzt werden wir noch Rigs binden. Kleine Köder angeln. Ja, und dann werden wir schauen, ob wir was verwandeln können. Das ist Camp Krusty. Guten Morgen, Jungs. Morgen. Alle motiviert, sehr schön. So, die Rigs sind gebunden. Mit kleinen Ködern. Und jetzt geht's dran, Futter anzurichten. Und wir haben jetzt erstmal Pellets, ganz kleine 16 mm Heiligen Pineapple Boilies, ein bisschen Wasser und die Pampe werden wir jetzt gleich anmachen. Das drüber geben. Der Olli ist schon am Mischen. Was geht bei dir, Olli? Fette Pampe. Aber richtig. Ja, die Dinger sind jetzt leer, aber wir haben zwei Eimer richtig attraktive Mische. Boah,
geil. Ja, heute Morgen war es echt kühl und windig. Mittlerweile ist es wieder recht warm geworden. Und der erste Teil des Workshops ist sozusagen vorbei. Wir haben jede Menge richtig geile Rigs gebunden. Und ich bin jetzt gerade am Spot vom Olli. Der Olli ist da. Wo ist er? Olli, was sagst du? Wie ist die erste Nacht verlaufen? Die erste Nacht war natürlich halt... Also ich hatte einen Lauf, halt okay. Verloren. Dann schade. Dann einzelne Piepers. Halt kam starker Regen, Gewitter halt. Da war natürlich die Hoffnung groß, mehr Sauerstoff im Wasser. Ja. Yeah. Aber leider einen verloren oder ausgeschlitzt. Ja. Keine Ahnung, was er war. Aber wir machen gleich die Routen neu. Ja. Und die Nacht, da läuft wieder. Erstmal ein bisschen was zum Mittagessen gleich. Ja, und die Nacht wird auf jeden Fall was kommen. Ja, ich denke auch. Da mache ich mir gar keine Gedanken. Wir haben jetzt Rigs für kleine Köder gebunden. Spinner-Rigs genau. Und auch Kombi-Rigs für ganz kleine Snowmans. Ja, und die werden wir jetzt dann gleich mal ausbringen. Recht attraktives Futter auch angerührt. Das ist eine Mischung aus 15mm Boilies, Pellets, Smart Liquid. Also recht ölig. Das sollte klappen. Wir werden nicht zu viel geben, oder? Nee, auf gar keinen Fall. Ich war natürlich halt ein bisschen mutig. Ich habe natürlich gleich mit 30er Murmeln gefischt. Okay, gut. Das kann natürlich jetzt auch dran liegen. Jetzt werde ich natürlich auf 12, 14, 15 so gehen. Ja. Aber wir werden schon was fangen. Dann wird das schon klappen. Ich wünsche dir was, Jung. Ich dir auch. Wenn ich morgen komme und du hast keinen gefangen, weißt du? An deinem Rig. Dann lag es an meinem Rig, genau. Ist so. Sehr gut. Jawohl, das leibliche Wohl. Ich darf natürlich auch nicht zu kurz kommen. Was gibt's heute? Chivacici. Chivacici. Lecker. Im Grillteig. Was? Im Grillteig. Im Grillteig. Mega. Also mindestens so wichtig wie der Workshop selbst ist gute Verpflegung. Das stimmt. Boah, riecht lecker, ey. So, der Nachmittag ist angebrochen. Der Luki steigt gerade eben mal aus. Ich muss das Tor aufmachen. Wir sind jetzt dabei, wieder zur Gruppe Big Cup zu fahren. Die Gruppe, wo wir gestern Spots gesucht haben. Und es wird jetzt darum gehen, die haben heute Vormittag schon Rigs gebunden. Während ich mit der anderen Gruppe Rigs gebunden habe. Und es wird jetzt darum gehen, dass wir die Routen wieder auf die Plätze manövrieren, würde ich mal sagen. Ein paar davon werfen wir. Jetzt muss ich erstmal ein Stückchen nach vorne fahren. Danke, Luki. Ja, und dann geht's ab in die zweite Nacht, würde ich sagen. In den zweiten Abend. Und ich bin echt gespannt. Heute sind die Bedingungen so ein bisschen besser zumindest. Letzte Nacht kamen zwei Fische tatsächlich nur und zwei wurden verloren. Jetzt haben wir neue Rigs, frische Köder, kleine Köder, hochattraktive Köder. Was denkst du, Luki? Gibt das was jetzt? Ja, also ich denke, das wird sicher ein bisschen abhelfen. Ich denke auch, oder? Und da passiert schon was jetzt in der zweiten Nacht. Wir probieren es. So, es ist soweit. Wir haben die Schwimmweste zum letzten Mal an. Wir haben noch original 4 Routen zu fahren. Wir haben eigentlich den ganzen Nachmittag damit verbracht, Routen zu werfen, Routen zu fahren, die Spots neu auszuloten und ganz genau abzuchecken, wo die Routen oder die Rigs genau hin müssen. Jetzt haben wir die letzten 4, wie gesagt, und ich glaube, das Wetter ist ganz gut jetzt heute. Wir haben ein bisschen Nieselregen drauf und ja, alles ist bereit für die letzte Nacht. Es sind an jeder Route super scharfe Rigs montiert und ich bin echt gespannt, was morgen früh uns erwartet. Ich hoffe viele, viele Fische, aber ich denke mal, Team Big Carp ist gut aufgestellt, die Routen liegen gut und ich bin eigentlich guter Dinge. Ihr könnt es wirklich so 1-2 Meter vor dem Busch da ablegen im Grunde. Jetzt genügen wahrscheinlich 10 Boilies oder so, die ist einfach da drauf und eine Handvoll Pellets oder sowas. Genau. Bist du verteilt da in der kleinen Bucht? Verteilen? Zum Ufer ran. Und genügt schon. Passt? Jawohl, die Falle ist gestellt. Wunderbar.
So, der letzte Workshop morgen ist im Gange. Und bei dem Team hier, wo ich hier gleich auftauche, beim Olli und Gruppe, ja, da lief das richtig gut heute Morgen. Die haben, ich glaube, 2 Fische. Das werden wir jetzt gleich mal abchecken. Hier ist schon alles am Einpacken. Das sind die Jungs. Jungs, wie läuft's? Rob. Gut? Ja, schön. Olli? Perfekt. Ja, sehr schön. Genauso muss das. Tackle Chaos, aber ja gut. Was hilft's? Wir haben richtig geile Bedingungen heute Morgen. Schon wieder am Tütteln, oder was? Ich hatte gestern Abend keine Lust mehr, die Ruten rauszubringen. Das ist nicht mehr rausgebracht? Nee. Ach meine Güte, ey. Das war ein Chaos hier gestern Abend. Ja? Was war los? Erstens, also ich hatte die ganze Zeit Bisse auf 2 Ruten. Ja? So piep, 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 da gehe ich nicht raus für. Ja, klar. Hab ich gedacht, Schnurrschwimmen oder so. Und dann rennt er los, weil seine gepiept hat und dann war ein Stör dran. Oh mein Gott. Ging natürlich durch seine Rute. Ah, okay. Und er hat den ja natürlich dann gedreht, weil er dachte, das wäre seiner. Aha. Hier vorne haben wir gemerkt, dass das meiner auf einmal war. Oh mein Gott. Und dann piept auf einmal die andere immer noch die ganze Zeit. Ich hab gesagt, scheiß drauf, hol die einfach rein. Karpfen dran. Ach nein. Ja, und dann fing die andere auch an. Das war einfach nur geil. Okay, also voll Chaos, aber hier ist ein Fisch drin. Wir haben noch einen hinten. Noch. Die Jungs kommen und jetzt machen wir ein richtig fettes Social-Bild. Sehr gut. Ja, und wir machen es so. Luki, bist du bereit? Ja, so ich bin ready. Vorne, ne? Ready? So anheben, ich kann, ob die Burschen auch ready sind. So, ja. Das Knie nach unten so und dann... Genau, und dann nahe zusammen bitte, Jungs. Sonst kriegen wir euch nicht drauf. Ja, so. Geil. Ja, genau. Geht Luki, gell? Mit dem Auslassen. Ganz cool am Start. Hier die Fische. Und Abfahrt. Jawohl, richtig gut gemacht. Ja. Sehr schön. So, ich würde sagen, das war ein toller Abschluss für diesen Workshop. Und genau darum geht es ja auch in diesen Workshops, dass sich die Jungs natürlich erstens weiterentwickeln, neue Freundschaften geschlossen werden. Für mich geht es jetzt ab nach Hause. Und wenn ihr mal Bock auf so einen Workshop habt, dann könnt ihr euch einfach auf Instagram bei Michi Friedmann melden. Der weiß Bescheid, der hat die Termine. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder.